Ja, schönen Nachmittag. Also das Silicon Valley ist ja mittlerweile in Europa, in der Schweiz und in Zürich angekommen und das freut uns natürlich alle sehr. Riesige Fortschritte, was wir zu sehen bekommen haben, das gab es vor einigen Jahren noch nicht. Und doch gibt es immer wieder Irritationen, zum Beispiel wie E-Voting zu einem Kampf um die Demokratie wurde. Und am Ende hat die Schweizer Regierung zumindest vorläufig das E-Voting auf Eis gelegt. Ist das nun Technologiefeindlichkeit oder steckt da mehr dahinter? Und das ist nicht das einzige Thema, was die Leute emotional berührt hat, wo es zum Teil Protest gab, dann auch neulich das Firmenkonsortium oder Kartell, wie es manche genannt haben, will die Macht über uns mit intimsten Daten im Netz und die Politik willigt ein. Ich glaube, dass da zum Teil auch ein Irrtum dahinter steckt, was Digitalisierung eigentlich meint. Das Wort ist eigentlich nicht gut gewählt, weil es suggeriert, dass wir jetzt quasi die materielle Welt ins Digitale übertragen und da gibt es uns dann als digitales Double. Und da wird alles durchoptimiert und das wird dann wieder zurückprojiziert in die Realität. Und da müssen wir dann das machen, was da als optimales Ergebnis rausgekommen ist. Aber Digitalisierung ist in der Tat mehr. Wir wissen ja, dass die heutige Welt nicht nachhaltig ist und nicht zukunftsfähig. Wir müssen sie neu erfinden und wir können sie neu erfinden. Das ist die eigentliche Chance der Digitalisierung. Ich hatte darauf hingewiesen, dass wir allerdings spät dran sind in Europa und die Digitalisierung geht ja exponentiell voran. Das bedeutet aber insbesondere, selbst wenn wir die gleiche Beschleunigung zustande bekommen oder bekämen, würde sich dieser Abstand immer weiter vergrößern. Wir würden zwar riesige Fortschritte machen, aber letzten Endes doch möglicherweise zurückfallen. Und deswegen war mein Ratschlag, schauen Sie sich an, was im Silicon Valley läuft und machen Sie was anderes. Die Frage ist, funktioniert das, was man früher gemacht hat in der Schweiz, weniger Regulierung und naja, über die moralischen Standards kann man sich natürlich streiten. Das will ich gar nicht bewerten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich persönlich glaube, dass wir eigentlich vor allen Dingen mehr kooperieren müssen. Informations- und Innovationsökosysteme sind eigentlich das Stichwort, weil die erlauben kombinatorische Innovation und das ist noch schneller als exponentiell. Das heißt, damit kann man tatsächlich aufholen und da sind Sie eigentlich in der Schweiz bestens vorbereitet, denn Sie sind gut vernetzt, kennen sich alle, die Distanzen sind klein. Die Schweiz hat die besten Chancen, diesen Ansatz voranzutreiben. Und dann haben wir gesehen, ja, ethische Fragen haben inzwischen den Rang eines Businessmodells erhalten. Die Unternehmen interessieren sich dafür, es werden Produkte entwickelt und verkauft. Also, das sind wirklich ganz neue Entwicklungen, sehr interessant. Nun, um Daten zu sammeln, gibt es natürlich viele Gründe, Geld, Macht, Sicherheit und Nachhaltigkeit, die Welt zu retten. Also Ausreden gibt es viele und so sammelt man denn auch jede Menge Daten. Im Grunde genommen alles, wessen man habhaft werden kann. Und innerhalb von einer Minute, haben wir heute schon gehört, sammelt sich doch ein erquicklicher Berg von Daten an. Im Grunde genommen wird unser ganzes Leben vermessen. Wir merken das nur nicht, weil das halt unsichtbar vonstatten geht. Und es ist mittlerweile so weit, dass Ihre Stimme von der NSA aufgespürt werden kann, wenn Sie im Urlaub sind und vielleicht sogar Ihr eigenes Handy mal abgeschaltet haben, aber das vom Nachbarn auf dem Tisch liegt und Ihre Stimme identifiziert und dann kann man immer noch aufzeichnen, was Sie sagen, mit wem Sie sich unterhalten. Das heißt, für die NSA ist eigentlich nichts mehr geheim. Das ist nur ein Beispiel für das, was heutzutage tatsächlich mit digitalen Daten möglich ist. Es gibt noch sehr viel mehr und da kann man auch manchmal Angst bekommen, aber wir wollen uns
natürlich auf die positiven Dinge konzentrieren. Man kann mit diesen Daten sehen, was verkehrt ist, ja, wo das System kaputt ist. Und man kann versuchen, es zu reparieren. Und manche Leute glauben, jetzt können wir eigentlich bald alles wissen. Also wie unser Körper funktioniert, das Gehirn, die Persönlichkeit. Chris Anderson ist sogar so weit gegangen, es braucht gar keine Wissenschaft mehr. Ja, also das war's dann. Diese Meinung teilen allerdings nicht alle. Im Gegenteil, die Wissenschaft sieht es eigentlich heutzutage anders. Aber damals glaubte man, man braucht nur genügend Daten und dann verwandelt sich Quantität in Qualität und die Daten sagen einem im Grunde genommen, wie die Welt funktioniert und was zu tun ist. Und das funktioniert aber manchmal nicht. Das wissen wir inzwischen hoffentlich alle. Wissen wir denn schon, wie diese Rohdaten überhaupt zu raffinieren sind, wenn wir darüber sprechen, dass es das neue Öl ist? Ja? Rohöl muss in Benzin und Kerosin verwandelt werden. Rohdaten sind auch noch nicht als solche sehr wertvoll, sondern müssen in Information, in Wissen, in Weisheit verwandelt werden. Dieser Prozess ist gar nicht so trivial und kann auch nicht immer automatisiert werden, selbst nicht mit künstlicher Intelligenz. Ja? Die Frage, die sich im Grunde genommen stellt, ist, wie muss man eigentlich die Datenpunkte miteinander verbinden? Die Verbindungen sind eigentlich unter Umständen noch wichtiger als das, was in der materiellen Welt zu sehen ist. Und Sie sehen, da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch andere Probleme. Unter Umständen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man nennt das Overfitting. Und das passiert sogar sehr viel öfters, als man glaubt. Und dann gibt es natürlich andere Probleme, wie zum Beispiel diese Scheinkorrelation. Und was man natürlich braucht, das ist bedeutungsvolle KI. Das heißt, KI, die nicht nur irgendwelche Entscheidungen trifft und Ergebnisse liefert, sondern diese Ergebnisse wollen wir auch verstehen können, wir wollen sie interpretieren können, wir müssen den Ergebnissen trauen können. Und da gibt es noch einiges zu tun, das ist eine gute Nachricht für Sie, da können Sie sich mal drüber hermachen. Ja, je mehr Daten Sie haben, desto mehr Muster finden Sie auch in den Daten. Und viele von diesen Mustern sind zufälliger Natur. Ja? Und selbst wenn Sie Muster erkannt haben, ist noch nicht klar, verursacht jetzt A B oder B A? Oder gibt es einen dritten Grund, der A und B irgendwie beeinflusst? Oder gab es da nur eine zufällige Korrelation? Wie zum Beispiel Anzahl der Massenmörder in Abhängigkeit vom Schokoladenkonsum. Ja. Es wäre sehr gefährlich in der Schweiz, wenn das mehr wäre als eine Korrelation. Aber diese Methoden verwendet man in Verfahren wie Pre-Crime. Ja? Und das betrifft sie eigentlich alle, weil wenn es um Cybersecurity geht, sind sie alle verdächtig und deswegen möchten diese Cybersecurity Center eben auch alles über sie wissen, um einzuschätzen, wie gefährlich sie wirklich sind. Und wenn sie mit dem Flugzeug fliegen, ist es ähnlich. Und dann ist es schon ein bisschen bedenklich, dass da 97% der Alarme Fehlalarme sind. Stellen Sie sich mal vor, das wird scharf geschaltet. Ja? Ja, dann haben wir nicht mehr viel zu lachen. Ja, im Grunde genommen, es muss uns klar sein, sind wir eigentlich fast alle in diesen Datenbanken von möglichen Verdächtigen. Ja? Es passiert ja immer wieder, dass irgendwas geschieht und dann schaut man in diesen Datenbanken, ja, war auch in dieser Datenbank, aber die Katastrophe konnte trotzdem nicht verhindert werden. Also, kommen wir zurück zu diesem Thema verantwortungsvolles Engineering und Design for Values. Ja? Wenn man von human-centric KI spricht oder AI, dann denkt man ja oft ein bisschen an das. Also jetzt legen wir sozusagen die Menschen unter das Mikroskop und dann offerieren wir ein personalisiertes Produkt. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ist das wirklich immer in unserem Interesse oder sind jetzt wir diejenigen, die quasi ausgebeutet wird? Also es ist eigentlich
so, dass heutzutage unser Leben, also das, was wir machen, im Grunde genommen kostenlos heruntergeladen wird von der NSA und auch einigen Unternehmen und damit Sachen gemacht werden. Wir wissen eigentlich nicht so genau, was. Was ist nun ein gutes Businessmodell? Das ist eines, was verwundbare Menschen nicht diskriminiert und sie schützt. Ja? Es geht in erster Linie nicht um Datenschutz, es geht darum, uns Menschen zu schützen. Das ist das Entscheidende. Braucht aber Transparenz. Und in der Vergangenheit sind da einige Sachen passiert, die hätten vielleicht doch nicht unbedingt passieren sollen. Und selbst der Datenschützer in der Schweiz hat das aufgebracht. Also wir Bürger dürfen nicht zu Laborratten der Digitalisierung werden. Das waren wir aber und sind wir vielleicht noch. Ja, Sie erinnern sich, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Tiere in diese Skinnerboxen gesetzt, da wurden Experimente gemacht. Sie wurden Reizen ausgesetzt, Bestrafung und Belohnungsreizen, damit wurden sie konditioniert und dazu gebracht, bestimmte Dinge zu tun oder nicht. So, und jetzt sind wir dran. Ja? Und die Skinnerbox, in der wir sitzen, ohne dass wir es merken, sind die Filterblasen im Grunde genommen. Das ist also die personalisierte Informationswelt, in der wir so eingebettet sind, dass sie sich an uns schmiegt und wir uns eigentlich ganz wohl dabei fühlen, aber auch gar nicht merken, wie wir subtil manipuliert werden. Muss uns klar sein, wir alle werden einem Profiling und Targeting ausgesetzt. Pro Tag fallen viele Megabytes und sind nicht sogar mehrere Gigabytes an. Neulich habe ich gelesen, die NSA hätte für jeden Erdenbürger mehr als 100 Terabyte, ich kann es gar nicht glauben. Also, was die damit alles machen, wer weiß das schon, aber auf jeden Fall, man wird schon ein wenig nachdenklich und der damalige CIA-Direktor Gus Hunt hat uns im Grunde genommen auch gesagt, wir sind eine wandelnde Sensorplattform. Ja? Selbst wenn Sie Ihr Smartphone abschalten, hat das überhaupt nichts zu bedeuten. Der Geheimdienst kann trotzdem alles mitbekommen. Und er sagt überdies, wir sind nahe dran, alle menschengenerierten Informationen zu prozessieren. Ja? Man hätte uns eigentlich auch gleich noch dazu sagen können, wie sie das machen. Irgendwann gab es dann diese WikiLeaks-Enthüllung Vault 7. Da haben sie wahrscheinlich schon nicht mehr aufgepasst, weil nach der 25. Snowden-Enthüllung dachten sie, sie haben es verstanden. Aber im Grunde genommen hackt die CIA eigentlich alle unsere Devices. Deswegen hält sie es auch nicht für nötig, uns das zu sagen. Und am Ende gibt es dann diese digitalen Doubles. Und die sind halt hochdetailliert. Da sind sie verzeichnet, ihre ökonomischen Umstände, ihre Freundeskreise und sonstige Kontakte, ihre Gesundheit möglicherweise und ihre Psychologie. Also sie wurden im Grunde genommen auf so eine Art unsichtbare Psychologen-Couch gelegt. Ihre Persönlichkeit wurde vermessen. Es stand sogar zumindest für einige Zeit im Internet einsehbar für ihre Nachbarn, Kolleginnen, Konkurrenten und so weiter und so fort. Zum Teil ziemlich detailliert. Und natürlich weiß der Geheimdienst noch viel mehr. Und diese Informationen werden eben benutzt, um uns personalisiert zu manipulieren, damit wir mehr kaufen. Das ist schön für die Unternehmen, aber vielleicht nicht so gut für die Umwelt. Und wie wir damit die Nachhaltigkeitsprobleme lösen, ist noch nicht so ganz klar. De facto ist es so, dass die Geheimdienste das Gehirn kartiert haben. Sie haben jede Menge Tricks identifiziert, mit denen man uns austricksen kann, und für die sind quasi digitale Mittel entwickelt worden, um diese Tricks zu aktivieren und uns zu manipulieren, unsere Emotionen, unsere Meinungen, unsere Verhaltensweisen. Und während wir damals, als über diese J-Trick-Enthüllung berichtet wurde, dachten, naja, das betrifft uns nicht, das ist ja nur für feindliche Länder oder um irgendwelche Kriminellen aufzuspüren, auszutricksen, dann haben wir uns getäuscht. Ja? Weil solche Methoden werden im Grunde genommen heutzutage angewandt auf in der Größenordnung ganzer
Länder, Hunderte von Millionen. Ja, Tristan Harris, der in einem Google Control Room gearbeitet hat, sagt sogar, Milliarden von Minds werden jeden Tag manipuliert. Ja, manche sprechen von Mind Control und das Ergebnis ist dann das. Ja. Nun, die Frage ist, was tun wir da? Und manche sagen, digitale Aufklärung ist das Rezept. Und ich weiß nicht, kennen Sie eigentlich dieses Gorilla-Experiment? Das müssen Sie sich mal anschauen. Und Sie dürfen nicht schummeln dabei. Sie müssen wirklich zählen, wie oft Bälle hin und her geschoben werden. Das wird nämlich Ihre kognitive Kapazität an die Grenze bringen. Und dann sehen Sie den Gorilla nicht durchs Bild spazieren. In diesem Fall ist es der Hangman. Man sieht ihn nicht, dass er da ist. Man nennt das selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir können gar nicht alle Informationen prozessieren, die auf uns einströmen. Gerade in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns heutzutage befinden. Und genau das wird genutzt, um uns auszutricksen und subtil zu manipulieren, ohne dass wir das merken. Und dabei bleibt es möglicherweise nicht, und es wird mittlerweile schon daran geforscht, wie unser Gehirn funktioniert. Das Obama Brain Projekt, das kombiniert Nanoscience mit Hirnforschung. Und hier steht also, Nanoscience and Nanotechnology are poised to provide a rich toolkit of novel methods to explore brain function by enabling simultaneous measurement and manipulation of activity of thousands or even millions of neurons. Also hier geht es schon darum zu messen, was in den Gehirnen passiert und wie es unter Umständen auch beeinflusst werden kann. Und Miriam Meckel spricht schon von der nächsten Phase des Kapitalismus, dem Neurokapitalismus, wo uns quasi die Wünsche direkt ins Hirn gebeamt werden. Ja, für manche Unternehmer vielleicht der Traum, aber ob wir das dann alle so witzig finden, ist die Frage. Und Elon Musk möchte uns jetzt schon Brainchips einsetzen demnächst, weil er meint, sonst können wir mit KI gar nicht mehr konkurrieren. Das ist also quasi unsere letzte Rettung. Ja, das ist eine einigermaßen lustige Illustration. Ja, wer möchte schon mal bestellen? Ja, 20% Nachlass? Also ich sehe niemanden. Das wundert mich eigentlich. Sie sind zu technologiefeindlich, finde ich. Ja, und er war jetzt ja auch gerade zu Gast, also einer der bekanntesten Cyborgs. Manche glauben, dass es jetzt die Human-Machine-Convergence gibt und manche arbeiten daran, letzten Endes unser Gehirn herunterzuladen bzw. hochzuladen in die Cloud. Dann würden wir quasi ewig leben. Wer findet das toll? Also manche nennen das apokalyptische KI. Also technologisch ermögliches ewiges Leben, dann können Sie auch so und so viele Roboter quasi noch zuschalten. Und wenn Sie da aus der Cloud agieren. Manche glauben, also in Zukunft werden wir Menschen Maschinen nicht mehr unterscheiden können. Und ich weiß, manche begeistern sich für diesen Transhumanismus, aber vielleicht sollten wir doch nochmal darüber diskutieren. Denn der mögliche Nebeneffekt wäre, dass die Menschheit dabei ausstirbt, wenn wir irgendwann alle zu Maschinen werden. Ja, die Idee ist natürlich, naja, irgendwann werden wir alt und wir sehen nicht mehr richtig, wir hören nicht mehr richtig, dann ersetzen wir das halt durch Technologie und so ersetzen wir jetzt immer mehr Körperteile durch Maschinenteile und ja, so werden wir halt letzten Endes dann zum Roboter. Aber ist das wirklich das Paradies? Das jedenfalls schon auf dem Weg ist, ist so eine Art Brave New World. Ja? Ein neues Rechtssystem, eigentlich hat man darüber noch kaum gesprochen, am Parlament vorbei, entscheiden jetzt Algorithmen, was geht und was nicht geht. Und letzten Endes natürlich diejenigen, die die großen IT-Unternehmen leiten. Und ist das noch demokratisch und ist das wirklich in unserem Sinne? Manche glauben, unsere Gesellschaft könnte wie eine gigantische Maschine betreiben. Und die ersten
Konzepte für Smart Cities und Smart Nations waren genau von dieser Natur, dass man alles vermessen, alles automatisieren wollte. Aber irgendwie war das doch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil Städte sind eben nicht nur gigantische Logistiksysteme oder gigantische Entertainment-Parks, sondern es sind Orte der Begegnung, wo wir Freundschaften schließen, wo wir Gespräche führen, kreativ und innovativ sind und mitmachen wollen. Und insofern sind diese Konzepte im Moment wieder alle in Diskussion. Ja? Google wollte den Staat neu programmieren, sie sind sicherlich immer noch dabei, IBM auch und Facebook und von Amazon hat man nicht so viel in diese Richtung gelesen, bin mir sicher, machen die auch. Und Putin warnte uns aber, wer im Bereich künstliche Intelligenz führend ist, wird die Welt regieren. Das heißt am Ende auch sie, ja? Wenn wir nicht aufpassen. Und die Frage ist, wer wird es sein? Stellt sich heraus, ja, möglicherweise China. Und China testet jetzt gerade diesen, ich weiß gar nicht, warum das immer weiterklingt, diesen Social Credit Score oder Citizen Score. Das heißt, alles, was man tut und lässt, das wird mit Punkten bewertet oder Punktabzug. Wenn Sie kritische Nachrichten lesen, bei Rot über die Fußgängerampel laufen, die Oma nicht oft genug besuchen, die Miete ein paar Tage später bezahlen, die falschen Freunde haben, ja, Pech gehabt, dann kriegen Sie vielleicht bestimmte Jobs nicht mehr, dürfen nicht mehr fliegen, den Schnellzug nicht mehr benutzen, Ihr Internet wird runtergedreht oder was auch immer. Ja, also ohne Witz. Soll nächstes Jahr ausgerollt werden in ganz China und manche erwarten ja jetzt das asiatische Jahrhundert, das heißt, China möchte eigentlich die Supermacht USA ablösen. Die Frage ist, was blüht uns dann? Ja? Also man nennt es technologischer Totalitarismus. Ich finde, wir sollten uns da was Besseres einfallen lassen, aber auch nicht nur mit dem Finger nach Asien zeigen, sondern im Grunde genommen wurde vieles im Westen erfunden. Ja, CHQ, der britische Geheimdienst, hat das eigentlich auf den Weg gebracht, da nennt es sich Karma Police, also ein Predictive Policing, wo das ganze Leben auf den Prüfstand gestellt wird, könnte man sagen. Ja, auch hier haben wir ja Anzeichen für diesen Überwachungskapitalismus, wo letzten Endes die Demokratie, könnte man manchmal meinen, gar nicht mehr der Rahmen ist, sondern mehr die Verzierung. Und ich halte das für bedenklich. Ich glaube, da ist Korrekturbedarf. Also in diesem digitalen Paradies, wo wir im Grunde genommen alles durchoptimieren, jetzt datengetrieben und mit KI, ja, da stört am Ende womöglich der Mensch. Denn wir sind eben keine Roboter, ja? Und wir wollen jetzt eigentlich nicht eine Gesellschaft bauen, die perfekt für Roboter gemacht ist. Was ist das Problem? Was bei einer datengetriebenen Gesellschaft leicht vergessen wird, ist, dass es Dinge gibt, die für uns enorm wichtig sind, die aber nicht messbar sind oder nur inadäquat quantifizierbar. Wie zum Beispiel Menschenwürde, Liebe, Freiheit, Bewusstsein, Kreativität, also Dinge, die gerade besonders wichtig sind für das Menschsein, die drohen in einer rein datengetriebenen Gesellschaft quasi unter die Räder zu kommen. Und deswegen hatten wir früher Freiräume, wo diese Dinge gedeihen können, das nannte sich Privatsphäre. Und die Frage ist, was machen wir jetzt, damit diese Dinge, die wirklich wichtig sind, gedeihen können in der digitalen Gesellschaft? Ja? Gerade die Menschenwürde ist angegriffen, wenn wir über die Daten nicht selber bestimmen können, die aber unser Leben zunehmend bestimmen. Ja? Wir werden also zum Teil fernsteuerbar. Das ist mit Menschenwürde nicht vereinbar. Ich denke, Zeit für einen neuen Ansatz. Wir müssen lernen, ein werteorientiertes Design auf den Weg zu bringen. Das heißt, unsere
verfassungsrechtlichen, demokratischen, kulturellen Werte einzubauen in diese IT-Plattformen. Die würden sich also anpassen, nicht nur an das Individuum, sondern auch an die kulturellen Rahmenbedingungen. Und das heißt, die Chinesen, wir müssen nicht unbedingt gleiche Funktionsweise dieser Plattformen haben. Und wir müssen lernen, wie man Design for Privacy macht, Design for Fairness, für Sicherheit, für Freiheit und in erster Linie natürlich Design für Menschen. Ja? Und dazu müssen wir auch besser begreifen, was Menschsein wirklich bedeutet. Steinmeier hat vor kurzem aufgerufen zur Demokratisierung des Digitalen. Ich denke, das sollten wir uns durchaus zu Herzen nehmen. Und ich bin manchmal ein bisschen besorgt, weil eben gerade das digitale Upgrade der Demokratie nicht so richtig vorangekommen ist. Aber es gibt Beispiele, wie etwa in Taiwan. Also schauen Sie sich das mal an. Da werden neue Dinge ausprobiert und Amerika findet das auch interessant. Und warum nicht wir hier in der Schweiz und in Europa? Die Schweiz ist eigentlich der ideale Kandidat, ja? Wenn wir die Basisdemokratie quasi digital umsetzen würden, dann könnten wir das in die ganze Welt exportieren. Ja? Ich bin auch der Meinung, dass das Erfolgsgeheimnis auch des wirtschaftlichen Erfolges der Schweiz in der direkten Demokratie liegt. Also die sollten wir nicht anrühren, sondern wir sollten vielmehr die Demokratie digital upgraden. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel. Ja? Das heißt, Sie können tatsächlich entscheidend sein bei all dem. Und wir sollten dabei nicht vergessen, was die eigentlichen Herausforderungen sind, die wir jetzt in der Welt lösen müssen. Wir haben nämlich ein Nachhaltigkeitsproblem, und zwar ein gewaltiges. Ja? Wir überbeanspruchen die Ressourcen der Welt, das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Ja, wenn die Vorratskammer quasi leer gegessen wird, gibt es irgendwann ein Problem. Wir müssen nachhaltig werden. Das bedeutet, unsere heutige Wirtschaft ist nicht zukunftsfähig. Die Organisation wird sich auf jeden Fall verändern. Und bevor es zum Crash kommt und irgendwas Schlimmes passiert, bis wir dann einsehen, dass wir irgendwas verändern müssen, sollten wir das doch lieber aktiv gestalten. Heutzutage ist die Digitalisierung leider Gottes noch ein Brandbeschleuniger für den Ressourcenraubbau, hat ein Ministerium vor kurzem detailliert dargelegt. In der Tat wird erwartet, dass der Stromverbrauch zum Beispiel durch digitale Technologien bis 2030 auf über 20% des weltweiten Stromverbrauchs ansteigen wird. In Amsterdam verbrauchen die Datenzentren schon mehr Strom als die Bürgerinnen und Bürger. Und das wird nicht das einzige Beispiel sein. Wenn also jetzt jedes Unternehmen sein eigenes Datenzentrum baut, dann kann das eigentlich nicht vernünftig sein. Und ich glaube, in der Schweiz können wir das besser machen. Ja? Es wurde ja über diesen Swiss Data Lake gesprochen. Ja? Und es ist ja auch dieses Global Cyber Security Center auf den Weg gebracht worden. Da hat man sich ein bisschen damit beschäftigt, was da so für Daten gesammelt werden. Dann kann man sagen, es ist im Grunde genommen alles. Ja? Inklusive biometrische Daten, ja? Fingerabdruck, Gesicht, dann Gesundheitsdaten womöglich auch. Und wie Sie mit Ihrer Maus zappeln und wie Sie auf Ihre Tastatur tippen. Und ihre Stimmprofile und so weiter. Also man darf davon ausgehen, dass das mit die größten Datensammlungen überhaupt sind. Also wenn man es kritisch ausdrückt, Stasi hoch 10.000 oder so. Ja? Und ich glaube, wir sollten diesen War Room-Ansatz, ja, das Cyber Security Center gegen den Rest der Welt, sollten wir ersetzen durch einen Peace Room-Ansatz. Also, es sollte mehr Transparenz vorhanden sein, es sollte ein demokratisches Framework geben, in dem operiert wird. Interdisziplinäre Teams, dass da von verschiedenen Perspektiven drauf geschaut, ethische Experten, partizipative Ansätze.
Und vor allen Dingen glaube ich, dass wir dringend eine Plattform für informationelle Selbstbestimmung brauchen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Menschenwürde gewahrt ist. Denn wenn andere Daten über uns haben, mit denen sie uns, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen manipulieren können, ferngesteuert sozusagen, dann ist das mit Menschenwürde nicht vereinbar. Aber wir könnten einfach diese Plattform für informationelle Selbstbestimmung oben aufbauen. Das heißt, wir könnten dann entscheiden, welche Firmen und Institutionen welche von unseren Daten für welche Zwecke verwenden darf. Das heißt, sämtliche personalisierten Businessmodelle wären möglich. Die Unternehmen allerdings müssen unser Vertrauen gewinnen. Und dieser Vertrauenswettbewerb würde zu einer digitalen Vertrauensgesellschaft führen. Es gäbe weniger schwarze und graue Schafe, diese ganzen Datensammler, die Sie noch nicht mal beim Namen kennen, von denen Sie nicht wissen, was die wirklich tun. Damit wir jetzt nicht stundenlang unsere Daten jeden Tag administrieren müssen, bräuchten wir personalisierte KI-Systeme, wunderbares Businessmodell. Wir würden also lernen, welche Daten wir mit wem teilen möchten, alles vorkonfigurieren. Wir könnten das am Ende adjustieren. Großer Vorteil, nicht nur für uns, die wir quasi wieder mehr Rechte zurückgewinnen würden, sondern in der Industrie könnten nicht nur die Großunternehmen Data Business machen, sondern auch die KMUs, die Spin-off-Companies, die NGOs, Forschungsinstitutionen. Das heißt, sie alle könnten zum Mehrwert beitragen und zur Lösung der Weltprobleme und wir würden alle davon profitieren. Es würde ein Level Playing Field entstehen. Ja, und was sonst können wir noch machen? Also wie gesagt, die Nachhaltigkeitsprobleme müssen wir lösen. Und da habe ich sehr wenig Diskussion darüber gehört. Also Business natürlich wichtig, aber genauso wichtig ist unsere Gesellschaft, die Demokratie und die Nachhaltigkeit und die erfordern mehr Aufmerksamkeit. Die Nationen haben es eben nicht fertiggebracht, das Problem rechtzeitig zu lösen. Und die globalen Kooperationen auch nicht. Das heißt, wir müssen uns was Neues ausdenken, um die existenziellen Probleme, ja, Nachhaltigkeitskrisen der Zukunft sind existenzielle Probleme, da geht es um Leben und Tod, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, um diese Probleme zu lösen. Und hier geht es um kollektive Intelligenz. Ja, wie kann man denn jetzt eigentlich die Demokratie digital upgraden? Ist nicht so trivial. Ja, es geht darum, letzten Endes die besten Ideen zu identifizieren und miteinander zu vernetzen. Und dafür bräuchte man eine andere Organisation von sozialen Medien, wo es nicht darum geht, wer sich gegen die anderen durchsetzen am lautesten schreit, sondern da geht es darum, Argumente einzusammeln und dann zu strukturieren in verschiedene Perspektiven auf ein Problem. Und viele Probleme heutzutage sind so komplex, dass es verschiedene Perspektiven braucht, um überhaupt ein angemessenes Bild der Komplexität des Problems zu bekommen. Wir müssen also integriert werden, diese Perspektiven und verschiedene Lösungsansätze auch. Ja? Das ist also das Entscheidende dabei. Es geht nicht in erster Linie darum, sich gegen andere durchzusetzen, sondern zusätzliche Perspektiven an Bord zu holen und bessere Lösungen zu entwickeln, indem noch weitere Perspektiven berücksichtigen. Das Interessante dabei ist tatsächlich, wenn Sie die beste Einzellösung mit anderen Lösungen kombinieren, dann verschlechtert das die Lösung in der Regel nicht, sondern verbessert sie. Das ist das Wunder der kollektiven Intelligenz. Und die Schweiz ist eigentlich das beste Land, um zu beweisen, dass das funktioniert. Die Basisdemokratie beruht darauf. Warum digitalisieren wir das nicht und verwandeln das in einen Exportschlager? Ja? Im Kleinen haben wir daran gearbeitet. Natürlich fehlen uns die Mittel, um das wirklich im Detail auszuarbeiten, aber vielleicht möchten Sie das ja angehen. Und ein schönes Beispiel zu illustrieren, wie kollektive Intelligenz eigentlich global auf den Weg gebracht werden kann, sind City-Olympiaden. Das sind also freundschaftliche Wettbewerbe,
wo es nicht nur um Konkurrenz, sondern auch um Kooperation geht und wo es verschiedene Disziplinen gibt, zum Beispiel Energieeffizienz steigern, Klimafreundlichkeit erhöhen, Nachhaltigkeit verbessern, Resilienz, also Krisenfestigkeit erhöhen und so weiter und so fort. Und in diesen verschiedenen Wettbewerbsdisziplinen würden die Städte und Regionen gegeneinander antreten. Und die Lösung, weil steuerfinanziert, wären Open Source und Creative Commons. Das heißt, jede Stadt und Region könnte die Lösung nehmen, die am passwegsten ist für die lokalen Bedingungen, finanziellen Umstände, kulturellen Umstände und so weiter und so fort. Aber die Unternehmen, kleine, große Spin-offs, NGOs und so weiter, können diese Lösung nehmen und miteinander kombinieren und weiterentwickeln. Das heißt, wir würden die besten Ideen weltweit miteinander vernetzen. Wir würden also die Städte und Regionen in Innovationsmotoren verwandeln und diese Innovation miteinander vernetzen. Also der Ansatz wäre nicht, dass man irgendwie 50 Jahre verhandelt, bis sich alle einig sind und dann macht man eine Sache, sondern man wartet nicht, man fängt an, man denkt global, handelt aber lokal, macht Experimente, wertet die aus und lernt voneinander und hilft sich gegenseitig. Und ein erstes Beispiel dieser Art haben wir dieses Jahr auf den Weg gebracht, der Climate City Cup. Da haben wir unter anderem auch Sensoren entwickelt, die für die Luftreinhaltung gedacht sind, beziehungsweise die Messung der Luftqualität. Und es haben Städte in verschiedenen Ländern teilgenommen. Hier sehen Sie es. Und wir werden in Kürze erfahren, wer da am besten abgeschnitten hat und insbesondere Fortschritte gemacht hat bei der Luftqualität und Flüge kompensiert hat und so weiter und so fort. Wie funktioniert das letzten Endes? Also diese Wettbewerbe würden sehr stark die Ideen bottom-up an Bord nehmen. Und dann wäre Open Innovation entscheidend. Es gäbe also Hackathons, Fablabs, Makerspaces, Citizen Science, das würde da alles mit reinspielen. Sie kennen vielleicht das Beispiel von Fairphone, wurde erfunden von dem Fablab in Amsterdam. Das können Sie aufmachen, das können Sie sehen, wie es funktioniert, das können Sie reparieren, das können Sie aufrüsten. Und das ist ressourcenmäßig fairer, verantwortungsvoller. Hat dieses Fablab auf den Weg gebracht, also total erstaunlich. Ja? Können wir in der Schweiz auch, gar keine Frage. Wir haben also hier im Kleinen diese Sensoren da auf den Weg gebracht für diese Städte-Olympiade. Und mit unseren Studierenden machen wir dann manchmal solche Blockchain und Internet of Things Schools, da sehen Sie also viele begeisterte Studierende und ich muss sagen, ich bin jedes Mal beeindruckt, was die zustande bringen innerhalb von einer Woche. Ja? So, dieses Wissen, was wir ständig generieren, das können wir eigentlich einigermaßen in Echtzeit für die ganze Welt verfügbar machen über MOOCs, Massive Open Online Courses und dann über Augmented Reality im Grunde genommen verfügbar machen, sodass auch Nicht-Experten viele Dinge machen können, die sie sonst nicht machen könnten. Ja, damit würden wir sozusagen alle unsere Fähigkeiten upgraden, indem wir uns gegenseitig helfen und das Wissen der Welt miteinander verschalten. Und wir könnten Plattformen haben, die uns helfen, Projekte durchzuführen, wirtschaftliche, soziale, ökologische, kulturelle. Und manchmal würden sie ein Projekt koordinieren und manchmal würden sie mithelfen, dass ein anderes Projekt Erfolg hat. Mit diesen Plattformen würden wir die Leute finden, die sich engagieren möchten, die richtigen Fähigkeiten haben. Sie würden uns helfen, die Projekte zu organisieren, den Workflow, die Gelder zu rekrutieren, Crowdfunding zum Beispiel und dann auch die Abläufe zu organisieren. Also wir könnten alle sehr viel mehr auch mitmachen in dieser digitalen Transformation unserer Gesellschaft, in der Nachhaltigkeitstransformation. Und wie Sebastian Thrun, der
er bei Google dieses selbstfahrende Fahrzeug maßgeblich mit erfunden hat, bin ich der Meinung, die meisten Erfindungen sind noch gar nicht gemacht. Das meiste liegt noch vor uns. Und dann gibt es natürlich viele erstaunliche Beispiele auch für diese Open Innovation, wie zum Beispiel OpenStreetMap. 1 Million Menschen füttern da Daten rein. Ja, sie haben da immer ein aktuelles Straßennetzwerk. Und wir können das sogar ähnlich übertragen auf 3D, indem Sie die Fotos, die Touristen schießen, miteinander in Verbindung bringen, können Sie die Stadt dreidimensional rekonstruieren von Ihrem Schreibtisch. Also, tolle Sache. Mark Polyface ist da in Zürich führend. Und wir können natürlich Smart Cities jetzt auch upgraden mit kollektiver Intelligenz. Das sollte das Ziel sein. Also Automatisierungsmöglichkeiten mit digitaler Demokratie zu verbinden. Und wir selber forschen da auch ein bisschen in diese Richtung. Wie kann also diese Mitmachgesellschaft gefördert werden? Und da ist das Stichwort digitale Assistenten, die Selbstorganisation fördern. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich, da muss man ja die Daten, die wir messen, nicht unbedingt gleich an die Krankenversicherung abliefern. Man könnte ja auch selber sozusagen Services entwickeln für die Gesellschaft, die einem zum Beispiel eine Übersicht geben über die Verbreitung der Grippe und ob es vielleicht doch eine gute Idee wäre, sich zu impfen oder nicht. Ja, wo wir also nicht nur die Datenquelle sind, sondern auch diejenigen, die aus diesen Daten etwas Wert generieren für uns. Dann natürlich müssen wir unser Konsumptionsverhalten verändern, das wissen wir alle. Aber manche sagen, man soll die Leute sozusagen natschen, austricksen, dass sie das machen, was die Regierung will oder die Unternehmen wollen. Wir haben da einen anderen Ansatz. Dort kann man dem Smartphone sagen, was einem wichtig ist, wie wichtig ist der Preis, wie wichtig ist die Umwelt, wie wichtig sind soziale Produktionsbedingungen, Allergien und so weiter. Und dann kann man mit dem Smartphone die Produkte scannen und es werden Datenbanken ausgelesen und automatisch wird eine Hitliste erstellt, die einem sagt, welches Produkt am besten zu einem passt. Also informationelle Selbstbestimmung und es ist bequem, man muss nicht das ganze Kleingedruckte lesen und so weiter und so fort. Das Schöne ist, die Leute ändern tatsächlich ihr Konsumverhalten und sie probieren neue Produkte. Also ich finde, das ist eigentlich attraktiv für Unternehmen. Vielleicht sollte man diesen Ansatz auch stärker verfolgen. Und natürlich, Koordination ist das große Thema. Wenn man nicht will, dass ein Super-Duper-Computer die ganze Welt steuert, dann müssen wir die Aktivitäten der Menschen koordinieren. Und in einer diversen Welt braucht es natürlich Interoperabilität. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht und verschiedene Konzepte entwickelt, unter anderem den Social Mirror. Sie wissen ja, wenn man in den Spiegel blickt, dann möchte man immer ein bisschen hübscher aussehen, geht dann zum Friseur, kauft sich neue Kleider und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt einen Social Mirror hätten, der uns zeigt, was unsere Auswirkung auf die Welt ist, ja, wie schön wir sozusagen sind für die Welt, dann würde das uns auch ermutigen, unser Verhalten zu verändern. Und daran arbeiten wir auch und man sieht tatsächlich, es ist wirksam. Das heißt, es kann einen unterstützen, das Verhalten in eine Richtung zu verändern, die wir wollen. Und warum schaffen wir nicht so etwas wie eine Kulturpedia, was die Erfolgsrezepte der Kulturen rund um die Welt aufzeichnet und wie wir sie miteinander kombinieren können, sodass wir die Probleme, vor denen wir stehen, gemeinschaftlich lösen können. Dann muss man natürlich präpariert sein, auch für zukünftige Krisen. Da ist die Schweiz ja Vorreiter, was die Überlebenswerkzeuge angeht. In Zukunft können wir natürlich auch die Smartphones in ein Überlebenswerkzeug verwandeln. In der Tat hatten wir 2014 ein Hackathon in San Francisco. Die warten dort auf das große Erdbeben, an jedem Tag passieren. Also wie können eine Smartphones helfen? Zunächst einmal können sie uns warnen, wenn ein Erdbeben in einigen hundert oder tausend Kilometer Entfernung unterwegs ist, dann können wir uns noch rechtzeitig
in Sicherheit bringen. Also wenn alle Handys jetzt hier im Saal anfangen zu wackeln, wäre es eben ein Zeichen dafür, dass Gefahr droht. So, dann können wir aber, wenn die Katastrophe passiert ist, noch mehr tun. Wir können letzten Endes die Schäden dokumentieren, hochladen in eine Karte. Jeder könnte das sofort sehen, das Rote Kreuz, die Regierung, die Nachbarschaft. Man könnte sehen, welche Regionen besonders stark Hilfe nötig haben. Aber man könnte vor allen Dingen auch Apps entwickeln, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten, ja? Wo die Leute sagen können, kann mir jemand helfen, ich brauche das. Und andere Leute können sagen, ja, das kann ich zur Verfügung stellen. Die Leute sind ja eigentlich sehr hilfsbereit, gerade in Krisen. Aber wir brauchen natürlich dann eine App, die funktioniert, wenn das normale Kommunikationsnetz ausgefallen ist, wie das dann eben in Katastrophenregionen oft der Fall ist. Das heißt, es braucht dann Ad-hoc-Netzwerke, dezentralisierte Netzwerke, die Kommunikation aufrechterhalten und auch Bezahlnetzwerke und eine dezentrale Sharing-Economy, sodass wir letzten Endes wirtschaftlichen Austausch und das, was für eine soziale Ordnung nötig ist, möglich ist. Also Hilfe zur Selbsthilfe, mit anderen Worten, wäre das Prinzip. Und warum haben wir das nicht schon alle auf unserem Smartphone? Da hat es uns nur noch niemand gesagt. So, jetzt lösen wir zum Abschluss noch schnell diese Nachhaltigkeitskrise. Ja, wir wissen alle, 50 Tonnen Material werfen wir im Laufe eines Lebens weg. Das sind Möbel, das sind Autos, das sind Computer, das sind Smartphones. Vieles davon wäre zu gebrauchen, so kann es nicht bleiben. Und mit Regulierung haben wir aber die Kreislaufwirtschaft bisher nicht auf den Weg gebracht. Was machen wir also? Nun gibt es aber das Internet der Dinge. Ja? Da können wir also billig alle möglichen Dinge messen. Ja? CO2, Lärm, Abfallstoffe aller Art. Könnten sagen, ich bin 100 Gramm Glas, ich bin 200 Gramm Stahl oder Plastik oder was auch immer und was gemacht werden kann damit. Es bräuchte also letzten Endes Anreize, positive Externalitäten und Auswirkungen auf die Umwelt wollen wir verstärken, die negativen absprechen und dafür braucht es ein Echtzeitfeedback und zwar multidimensional im Unterschied zum Geldsystem, das halt Dollar ist oder Euro ist oder Schweizer Franken ist auch egal, braucht es ein multidimensionales System für jede Ressource sozusagen separat, so ähnlich wie das eigentlich in der Natur funktioniert, die eigentlich sehr ressourcenschonend arbeitet. Wir können also dieses Erfolgsprinzip der Natur jetzt anwenden, indem wir Internet der Dinge mit Blockchain-Technologien zum Beispiel verbinden, um neue Kräfte in die Wirtschaft zu induzieren, Marktkräfte. Ja? Aber nicht nur das eine Geld, der Profit, sondern da kann man eben auch Anreize für umweltfreundliche Produktionen, sozialverträgliche Produktionen machen, für Fortbildung, für Gesundheit, für alles Mögliche. Und diese zusätzlichen Kräfte würden im Laufe der Zeit über einen koevolutionären Prozess, jeder macht ein bisschen, zu einer Kreislaufwirtschaft führen, einer Sharing Economy. Das ist eigentlich der Ansatz. Und ich glaube, die Erfolgsprinzipien der zukünftigen Welt, einer komplexen Welt, werden sein: Co-Learning, Co-Kreation, Koordination, Kooperation und Co-Evolution. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Ich wünsche viel Glück. Professor Dr. Kelvin, danke schön. Bevor Sie gleich gehen, noch eine letzte Frage. Sie haben ja betont, die großen Player sind die USA und auch China. Wir sind die kleine Schweiz. Haben wir überhaupt eine Chance, beispielsweise auch als Unternehmer, die viele heute hier sind, einen Beitrag zu leisten, oder werden wir in den nächsten Jahren sowieso von den USA und China getrieben? Also deswegen habe ich vorher gesagt, man soll sich anschauen, was die anderen machen, um dann etwas anderes zu machen. Ja? Also es gibt in der Tat noch viele Bereiche, wo ich der Meinung bin, dass die meisten Dinge noch anstehen.
Das ist Design for Values. Ja, also wie baue ich Fairness ein, wie baue ich Privatsphäre ein, wie baue ich Demokratie ein und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind wir in Europa gut, da haben wir ein Gespür dafür, für diese Dinge. Und ich glaube, das wird attraktiv für andere Länder auch. Denn diese Lebensqualität, die wir haben, die ist ja ein Resultat dieser Werte und jeder möchte Lebensqualität haben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, beim Bereich kombinatorische Innovation können wir Vorreiter werden. Ja? Die Schweiz ist klein, das hat einen Vorteil. Es gibt kurze Distanzen, jeder kennt jeden. Das heißt, Kooperation, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, ist hier eigentlich einfacher als anderswo. Das kann man in einen Vorteil verwandeln. Und Nummer drei, kollektive Intelligenz. Die Schweiz ist Vorreiter beim Thema Demokratie. Die Basisdemokratie hat eigentlich diese Mechanismen, in verschiedenen Perspektiven an Bord zu holen. Und das war immer das Erfolgsprinzip der Schweiz und es hat zu dieser Prosperität geführt und zu diesem hohen Lebensstandard, zu diesem tollen Lebensgefühl. Und wenn wir das schaffen, in digitale Produkte zu verwandeln, die genau das fördern, ich bin mir sicher, das werden auch viele kaufen wollen. Also das sind drei Bereiche, die ich wirklich der Schweiz ans Herz lege, aktiv zu werden. Da können wir punkten, da können wir Weltführung zeigen. Dann gibt es natürlich andere Sachen, über die man spricht, über Drohnen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, das ist mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch sehr viel wichtiger. Und schließlich das Thema digitale Nachhaltigkeit. Ja? Wie lösen wir die Nachhaltigkeitsprobleme der Welt? Das ist eigentlich ein großes Thema, wo den Leuten bisher noch nicht so viel eingefallen ist, außer selbstfahrende Fahrzeuge und Citizen Score, der bestimmten Leuten verbietet, noch Auto zu fahren und zu fliegen. Also das kann es noch nicht gewesen sein, aus meiner Sicht. Da wird uns was viel Besseres einfallen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Kreislaufwirtschaft mit diesem neuen System, was wir sozioökologisches Finanzsystem nennen, FIN4 Plus, also ein upgradetes, multidimensionales Finanzsystem, dann würden wir wirklich einen großen Beitrag zur Zukunft der Welt leisten. Jetzt wissen Sie, was Sie zu tun haben. Herzlichen Dank, Professor Dr. Rick Helbing. Dankeschön.